Drei Männer, ein Knopf und das Vogtland hat schnelles Internet. So zumindest der symbolische Akt am 10. Oktober in der Teumaer Grundschule. Diese drei Männer, die dafür sorgten, dass wir Vogtländer nun schneller durchs WWW surfen können, sind der sächsische Ministerpräsident Stanislav Tillich, Landrat Dr. Tassilo Lenk und Vorstandsbeauftragter der Deutschen Telekom für Breitbandausbau Ulrich Adams. Vor drei Jahren begannen die Arbeiten für das Projekt, den Vogtlandkreis flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen. Damit nehmen wir eine Vorreiterrolle ein. Inzwischen sind alle 177 DSL-unterversorgten Orte und Ortsteile mit schnellem Internet, das heißt mindestens DSL 2000, versorgt. Die Räume jenseits der großen Städte brauchen solche technische Infrastruktur, sowie Bildung, sowie Straßenbau, sowie Energie und alles gehört dazu, um die Lebensfähigkeit und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stabilisieren. Sonst kommt künftig kein Unternehmer mehr hierher, wenn wir nicht diese technische, schnelles Internet heißt das ja am Ende, Struktur vorlegen. Und es war ein schwerer Gang, zum ersten Mal fast in Deutschland überhaupt, solch eine regionale Gesamtkonzeptionalität aufzutun, dann über eine Ausschreibung mit der Deutschen Telekom. Viele, viele Schritte haben wir, unsere Mitarbeiter, die muss ich herzlich loben im Haus, mit dem Freistaat Sachsen entwickelt, damit man sowas in Regionen Deutschlands hinbekommt, der sogenannten ländlichen Räume. In den Städten, wo viele Menschen wohnen, ist das eine andere Frage. Und das ist das große Ergebnis und die schöne Stunde auch fürs Vogtland. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund 8 Millionen Euro. Der Großteil davon wird mit Mitteln der EU und des Freistaates Sachsen gefördert. 1 Million übernimmt der Vogtlandkreis in Eigenleistung. Laut Ulrich Adams steuert die Telekom selbst noch einmal mehr als das Doppelte hinzu. Ich kann Ihnen Beispiele nennen von Kostentreibern. Wenn Sie allein wissen, dass ein Kilometer Tiefbau 70.000 Euro kostet und wir hier im Vogtland insgesamt 350 Kilometer Glasfasern und 50 Kilometer im Tiefbau entsprechend geleistet haben, dann haben Sie nur ein Beispiel, was das ganze Projekt in Summe darstellt. Auch für die Telekom sei das Projekt etwas ganz Besonderes. Als es auf den Weg gebracht wurde, war es deutschlandweit einzigartig, eine gesamte Region mit schnellem Internet zu versorgen. Auch der sächsische Ministerpräsident sieht den Vogtlandkreis deshalb ganz vorne. Wir haben im Freistaat Sachsen zwei weitere Landkreise, die dicht dem Vogtlandkreis folgen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, der Vogtlandkreis war hier ganz vorn, so wie es letztendlich das V im Vogtlandkreis sagt. Durchschnittlich stehen nun 16 Mbit zur Verfügung. Somit können zum Beispiel auch Schüler und Studenten von zu Hause aus weltweites Wissen ganz bequem abrufen. Beim Ausbau des Breitbandnetzes wurde auch an die Zukunft gedacht. Wir haben einen großen Vorteil, wir haben zukunftsfähig ausgebaut. Wir haben jedes Multifunktionsgehäuse, sprich diese grauen Kästen im ländlichen Raum und jeden Funkturm mit Glasfaser angebunden. Und diese Glasfasertechnologie, die bietet sehr viele Möglichkeiten der Aufrüstung. Also von dort aus kann ich weitergehen und schnelles Internet, letztendlich die Glasfaser, bis nach Hause ins Wohnzimmer bringen. Und damit stehen wir künftig alle Möglichkeiten offen der schnellen Versorgung. Na dann, mit Highspeed in die Zukunft.